Eigentlich halte ich nichts von Stereotypen, aber es ist nun mal so, dass den Menschen verschiedener Regionen Eigenschaften zugeordnet werden. Ich bin jetzt seit über 10 Jahren in Stuttgart, bin gebürtiger Braunschweiger und ich würde mich selbst als bodenständig bezeichnen, als verlässlich und verbindlich. Und das habe ich hier auch immer wieder an den Menschen aus der Region, mit denen ich zusammenarbeite und auch den Freunden aus Stuttgart festgestellt. Darüber hinaus habe ich schon früh gelernt, dass wenn man was erreichen möchte, dann muss man was dafür tun. Also mein Studium als Tennistrainer beispielsweise finanziert. Und was mir immer ganz besonders wichtig ist, nahbar zu sein, nah an den Menschen. Und das habe ich hier auch in der Region festgestellt. Und insofern gibt es da durchaus Parallelen von dem, wie ich persönlich bin und wie ich Menschen aus der Region kennengelernt habe. Jetzt sind wir mit einem Taycan gekommen. Ich fahre ganz besonders gerne elektrisch, insbesondere in den Städten. Auf der anderen Seite mag ich es natürlich ganz genauso, auch mal mit dem 911er zu fahren. Und gerade diese Mischung macht es bei Porsche natürlich aus. Ja, wenn wir zurückschauen, hat sich Porsche toll entwickelt. Wenn wir allein die letzten 10 Jahre nehmen, hat sich unsere Mannschaft von rund 20.000 Menschen auf über 40.000 im Porsche-Konzern dort mehr als verdoppelt. Und das rührt daher, dass wir aus unserer Sicht eine sehr erfolgreiche Produktstrategie eingeschlagen haben, haben die kontinuierlich erweitert. Und insofern, wenn wir auch auf die Stabilität des Unternehmens schauen, die Robustheit, wie wir weltweit aufgestellt haben, blicken wir da sehr positiv in die Zukunft. Was natürlich unseren Standort Zuffenhausen betrifft, das Herz von Porsche, aber auch unsere anderen Standorte, die wir dort weltweit haben, blicken wir sehr zuversichtlich nach vorn. Wichtig ist für uns immer, Porsche steht für Träume und wir wollen unseren Kunden ihre Träume erfüllen. Und wenn uns das in Zukunft gelingt, dann werden auch die Arbeitsplätze sicher sein. Ja, wir setzen ganz klar auf Elektromobilität in der Transformation, die bestimmt noch 10, 15 Jahre dauern wird. Setzen wir auf einen Mix zwischen Verbrennermotoren, zwischen Hybriden und der reinen Elektromobilität. Und denken, dass wir damit sehr gut aufgestellt sind, weil sich gerade die unterschiedlichen Regionen der Welt mit einer unterschiedlichen Geschwindigkeit durch die Transformation bewegen. Ja, ich persönlich habe einen 911R mit Handschaltung und das ist schon ein ganz spezieller 911er, den ich ganz besonders mag. Aber ich habe die Möglichkeit, natürlich alles in der Produktpalette von Porsche zu testen. Und insofern ist es für mich einfach diese Mischung, die Porsche ausmacht, das dynamische Fahren, aber trotzdem mit modernen Technologien, wie es auch die Elektromobilität ist.